Der Weltfrauentag ist für mich ein Symboltag für gleiche Rechte, für private und ökonomische Selbstbestimmung von Frauen und für mehr Macht für Frauen. Also das, was damals sicher ganz zentral war vor 100 Jahren, war die Forderung und auch die Umsetzung des Frauenwahlrechts. Österreich war da eines der ersten Länder, die es hatte, auch im europäischen Vergleich 1919, während Frankreich erst in den 50er Jahren dran war und die Schweiz überhaupt erst in den 1970er Jahren. Also dieser Teil, sozusagen Frauen bestimmen mit im Leben, das eine in dem Fall Republik bestimmt, ist sicher ganz zentral. Was schon auch erreicht wurde, wo wir lange noch nicht dort sind, wo ich mir was notwendig wäre, ist der Bereich der Teilnahme von Frauen, gerade in der Politik, im Wirtschaftsleben. Wir haben heute Frauen an hochrangigen Positionen, aber leider immer noch nicht die, die uns zusteht. Mein Wunschtraum für 2020, also für die nächsten 10 Jahre, ist einmal, dass es in 10 Jahren ganz klar ist, dass es keine Gewalt gegen Frauen mehr gibt, weder physische, noch psychische, noch psychologische, noch andere. Dass es endlich völlige Gleichberechtigung gibt, das heißt gleicher Lohn, das heißt Frauen in allen Machtpositionen vertreten. Und ich würde ja sogar mal auch dafür plädieren, wir probieren es einmal mit 80, 90, 100% Frauen. Ich denke, die Welt würde zum Teil anders und durchaus in manchen Bereichen besser aussehen. Und sicher auch dieser Bereich der Selbstbestimmung, also selbst zu entscheiden, wie ich mein Leben will, mit wem, ob ich mit Männern oder Frauen Beziehungen eingehe, ob ich Kinder kriege oder keine. Das ist, glaube ich, ganz zentral für Frauen, um glücklich sein zu können und um auch ein ökonomisch eigenständiges Leben führen zu können.